Damit Ihre Stifte schnell übers Papier fliegen, braucht es nicht nur einen wachen Verstand, sondern auch ein warmes Klassenzimmer. Und dafür verbrauchen die Schüler besonders an kalten Wintertagen viel Energie. Die Schüler des Jakob-Brucker-Gymnasiums in Kaufbeuren müssen sich deswegen aber keine Sorgen um die Umwelt machen. Ihre Heizanlage verbraucht weder Öl noch Gas. Sie heizen mit Geothermie. Die Wärmepumpe funktioniert eigentlich genauso wie ein Kühlschrank, nur umgekehrt. Und zwar wird dem Wasser aus der Grundwasserversorgungsleitung die Wärme entzogen, sprich das Wasser fließt, wir haben das gemessen, von 10,6 bis 7,7 Grad Celsius übers Jahr in den Mühlbach. Und diese Temperatur wird in der Wärmepumpe abgekühlt und diese gewonnene Wärme dem Heizungskreislauf zugeführt. Im Heizkeller wird die Wärme für rund 1.300 Schüler gewonnen. Vorteil der Geothermie, es werden keine teuren Brennstoffe verbraucht. Ganz im Gegenteil, mit der Wärme aus dem Wasser wird sogar der CO2-Ausstoß reduziert. Und das verringert die Belastung für alle vier angeschlossenen Schulgebäude um rund 300 Tonnen pro Jahr. Das Wasser kommt dabei aus der Kaufbeurer Altstadt. Dort muss es für einen konstanten Grundwasserspiegel sowieso in den Mühlbach abgepumpt werden. Genau das Wasser spendet nun Wärme für die Schulen. Und somit hat man hier eine zentrale Grundwasserversorgungsleitung über die Neugablonzer Straße an die Gebäude Jakob-Brucker-Gymnasium Neubau, Altbau und Turnhalle sowie die Jörg-Lederer-Schule mit dieser Grundwasserversorgungsleitung verknüpft und in den Häusern Wärmepumpen installiert, wo dann die Gebäude beheizen. In großen Rohren wird das Wasser zu seinem Bestimmungsort gepumpt. Wie viel wo ankommen muss, das regelt dieser Steuerungskasten. Mit Geothermie spart die Stadt jährlich rund 40% ihrer Kosten für Brennstoff ein. Roland Schneider, der Sachgebietsleiter für Haustechnik der Stadt Kaufbeuren, weiß, mit den vier Schulgebäuden ist das Potenzial der Anlage noch nicht ausgeschöpft. Diese Versorgungsleitung oder die Kapazität dieser Grundwasserversorgungsleitung entspricht 6 Gebäuden, das heißt, es ist noch die Feuerwehr Kaufbeuren, was an der Trasse anliegt, und auch das VWEW-Gebäude in der Planung mit vorgesehen, dass diese Gebäude auch noch angeschlossen werden. In den kommenden 20 Jahren wird die Stadt so den CO2-Ausstoß um 6.000 Tonnen verringern. So können Sie in Ihrem Klassenzimmer auch in den kommenden Wintern mit einem grünen Gewissen Ihre warmen Mützen liegen lassen.